Hallo zusammen und willkommen. Mücken sind besonders lästige Plagegeister. Kaum hat man sich im Garten niedergelassen, schwirren die kleinen Insekten in unmittelbarer Nähe herum. Sie lassen sich auf der Haut nieder und stechen, um Blut zu saugen. Auch in der Nacht ist keine Ruhe. Die Mücken werden durch Licht magisch angezogen und dringen durch geöffnete Fenster direkt in das Schlafzimmer ein. An einer ungestörten Nachtruhe ist dann nicht mehr zu denken. Dabei sind einige Mückenstiche nicht ungefährlich. Durch den Klimawandel sind verschiedene Mückenarten hier heimisch geworden, die gefährliche Krankheitserreger wie Lungenwurmlarven auf Menschen und Tiere übertragen können. Deshalb ist es besonders wichtig, das Übel bereits an der Wurzel zu bekämpfen. In unserem heutigen Video erfährst du, wie du Mücken einfach und effektiv töten kannst. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Es gibt viele Methoden, um Mücken zu töten. Du kannst eine Fliegenklatsche verwenden, aber dazu musst du die lästigen Plagegeister erst einmal erwischen. Und auf der Zimmerwand bleiben darüber hinaus hässliche Flecken zurück. Oder du nutzt einen Antimückenstecker oder eine Antimückenspirale. Einfach in die nächste Steckdose stecken und schon ist alles erledigt. Leider aber geben der Stecker und die Spirale giftige Stoffe ab, die du während des Schlafes einatmest. Du stirbst zwar nicht an den Chemikalien, aber gesund sind sie auch nicht. Deshalb gilt auch für Mückensprays. Die Stoffe, die Mücken töten, kommen direkt mit deiner Haut in Kontakt. Dadurch nimmst du ungesunde Chemikalien in deinem Körper auf. Das willst du aber sicher nicht. Warum also nicht eine einfache und natürliche Methode nutzen, um Mücken effektiv zu bekämpfen? Du benötigst 5 Lorbeerblätter, Lorbeeröl, Neemöl, 1 Teelöffel Kampfer und Wasser. Wie aber nun kannst du dieses effektive Mittel herstellen? Nun, mische das Neemöl mit etwas Olivenöl und dem Kampferöl. Stecke die Lorbeerblätter in eine Räucherhalterung und sprühe sie mit der Ölmischung ein. Sobald du die Lorbeerblätter anzündest, entsteht ein unangenehm riechender Rauch, der jede Mücke schnell in die Flucht treibt. Für eine ungestörte Nachtruhe kannst du eine eigene Anti-Mückenkerze herstellen. Mische flüssiges Kerzenwasser mit dem Olivenöl, dem Neemöl, Kampfer und Lorbeeröl und fülle die Mischung in eine Kerzenschale oder ein feuerfestes Glas. Jetzt hast du eine eigene Anti-Mückenkerze, die du die ganze Nacht neben deinem Bett brennen lassen kannst. Die Mücken werden dein Schlafzimmer meiden und du kannst ungestört schlafen. Wie aber nun wirkt das Mittel, das Mücken einfach und effektiv abtötet? Lorbeeröl. Um Mücken während des Tages von Innenräumen fernzuhalten, ist es ausreichend, einige Tropfen Lorbeeröl in eine Schale mit lauwarmem Wasser zu geben. Stelle die Schale auf das Fensterbrett in die Sonne. Der würzige Geruch des Lorbeeröls schlägt die Mücken in die Flucht. Noch intensiver ist der Geruch, wenn du Lorbeerblätter verbrennst oder das Lorbeeröl mit Kerzenwachs mischt. Neemöl. Neemöl wird aus den Samen des indischen Neembaums hergestellt. Bereits in geringen Mengen verbreitet das Neemöl einen unangenehmen Geruch. Insekten meiden den Raum sofort. Wenn du Kerzenwachs mit Neemöl mischt, genügen 3 bis 5 Tropfen, damit Mücken effektiv getötet werden. Kampfer. Der Geruch von Kampfer wirkt ebenfalls abschreckend auf Mücken und andere Insekten. Mischst du alle 3 Bestandteile mit Wasser oder Kerzenwachs, verbreitet sich ein Geruch, der die Mücken schnell tötet oder vertreibt. Mit einem einfachen Mittel kannst du Mücken sehr effektiv töten. Wie du siehst, mit diesem einfachen Mittel kannst du Mücken effektiv töten. Du bist dabei keinen giftigen chemischen Substanzen ausgesetzt. Sogar beim Essen im Garten kannst du eine Anti-Mückenkerze direkt auf den Tisch stellen. Die Mücken werden dich nicht mehr belästigen. Die Anti-Mückenkerze verbreitet einen warmen und würzigen Geruch, der nicht störend auf den Menschen wirkt. Setze dich also keinen gesundheitsgefährdenden chemischen Stoffen aus, um Mücken zu töten. Mit diesem natürlichen Mittel kannst du nun schnell und einfach die lästigen Plagegeister vertreiben. Du wirst nicht mehr unter juckenden Mückenstichen leiden. Deine Nachtruhe wird durch das Surren der Mücken darüber hinaus auch nicht mehr gestört. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.